Hallo, hier ist mal wieder der Mike, euer angeblicher Terrorist, und wir wollen uns heute darüber unterhalten, welche Belästigung man im PKW zu erwarten hat, wenn man vom Staatsschutz überwacht wird. Der Staatsschutz baut Tesla-Spulen in euer Auto ein, mit dem Zweck, erstens das Auto zu zerstören, zweitens euch bei der Fahrt zu stören, wo es auch möglich ist. Ja. Viele dieser Störungen stellen eine starke Gefährdung für andere dar, also für andere Verkehrsteilnehmer. Und deshalb habe ich mir gedacht, sollte man mal dieses Video machen, weil es ja auch passieren kann, dass durch die Schuld und die Verursachung des Staatsschutzes Verkehrsunfälle passieren und dabei Menschen sterben. Ja. Es ist also ein ernstes Thema, und ich habe das Video unterteilt in die Rubriken Gefährdung, dann Schaden, die ihr an euren Autos oder PKWs zu erwarten habt, dann so allgemein Belästigungen, also Sachen, die nicht so schlimm sind, aber halt ein bisschen nervig sind. Und ich sage euch natürlich auch, wo der Staatsschutz die Tesla-Spulen einbaut, ja, wo ihr selbst nachschauen könnt. Und auf was ihr beim Autofahren achten solltet. Ne? So fangen wir also jetzt mal mit der Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern durch den Staatsschutz an, die dann aber durch euer Auto verursacht werden. Zum Beispiel beim Bremsen. Neuere PKWs haben ABS-Sensoren, die permanent die Drehung der Räder beobachten, und beim Bremsen auf lockerem Untergrund kann es dann natürlich mal passieren, dass ein Rad blockiert. Und das merkt der ABS-Sensor, der in jedem Rad verbaut ist, und meldet das an ein ABS-Steuergerät, falls dieses Rad blockiert. Nun ist der ABS-Sensor in den Rädern ein elektromagnetischer Sensor, und da kann man natürlich sehr schön mit den Tesla-Spulen Strom drauf geben. Das heißt also, es muss kein lockerer Untergrund sein, um dem Steuergerät zu signalisieren, dass euer Rad blockiert, sondern durch Bestrahlung dieses ABS-Sensors wird dem Steuergerät vorgegaukelt, dass ihr euch auf lockerem Untergrund befindet und deshalb die Stotterbremse eingeleitet werden soll. Ja? Es ist also extrem gefährlich, wenn ihr ganz normal fahrt und bremst und plötzlich ein Rad anfängt, so stotternd zu bremsen. Ja? Und deshalb empfehle ich euch, falls ihr dieses Phänomen schon mal beim Autofahren beobachtet habt, einen ABS-Sensor, also ihr habt vier. An jedem Rad ist einer, und die gehen mit Kabeln zum ABS-Steuergerät. Und an diesem Steuergerät müsst ihr nur einen Sensor abziehen, also einen Stecker abziehen, und dann schaltet sich das ABS-Gerät automatisch ab. Und ihr kommt nicht mehr in die Situation, dass euch plötzlich beim Bremsen ein Rad stottert. Ja, da kann man sehr erschrecken, da kann man das Lenkrad verreißen oder einen Unfall verursachen. Das ist natürlich ganz im Sinne des Staatsschutzes, der euch schaden will, wo er nur kann. Das Zweite, was ihr, wenn ihr überwacht werdet, schon bestimmt festgestellt habt, ist, dass eure Motorleistung extrem reduziert ist im PKW. Ja, das wird dadurch erreicht, dass man bestimmte Teile der Motorelektronik mit Skalarwellen bestrahlt oder mit elektromagnetischen Wellen, wie ihr wollt. Und dadurch gewisse Fehlfunktionen verursacht. Und das kann zum Beispiel in Situationen, wo ihr auf eure Motorleistung angewiesen seid, sehr gefährlich werden. Ja? Wenn ihr zum Beispiel in eine Kreuzung einfahrt und es naht ein PKW und euer PKW will nicht von der Stelle fahren, ja, weil der Staatsschutz die Motorleistung auf 10% runterregelt, dann kann das zu Auffahrunfällen führen. Ja? Genauso, wenn ihr einen PKW auf der Landstraße überholen wollt, das kann auch extrem gefährlich sein.
Wenn der Überwacher, der an den Geräten sitzt, einen schlechten Tag hat, dann dreht ihr euch die Motorleistung so runter, dass ihr förmlich beim Überholen verreckt und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallt. Ja? Der Überwacher kann euch auch den Motor während der Fahrt komplett abschalten. Ja? Es gibt für jeden Pkw, der in Deutschland neueren Datums ist, genaue Frequenzen, die der Computer des Überwachers gespeichert hat. Der Überwacher muss nur auf einen Knopf drücken und schon geht euch der Motor während der Fahrt aus. Auch das kann extrem gefährlich sein. Ja. Bei mir macht man das eher mal an der Ampel oder so, dass man das Auto abschaltet. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Ja, das kommt dann eher zur Rubrik Belästigungen. Aber während der Fahrt haben das auch schon Überwacher gemacht. Und das finde ich eine ziemliche Unverschämtheit, sowas zu machen, weil man ja dadurch auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. So, das war also der Motor und jetzt kommen wir mal zu den raffinierten Sachen. Ihr habt im Auto eine Lenkung, das ist ein sehr ausbalanciertes System von Federn, Stoßdämpfern, Lagern und so weiter. Und auch hier manipuliert der Startschutz, zum Beispiel indem die Domlager, die seht ihr hier, oberhalb des Stoßdämpfers, das sind Gummilager und Gummi. Was passiert mit Gummi, wenn man es erhitzt? Es dehnt sich aus und dadurch wird die Lenkung extrem schlackerig. Ja? Das heißt, wenn ihr auf der Autobahn fahrt, dann ist es schwierig, oberhalb von 80 die Spur zu halten, wenn ein kleiner Windstoß kommt. Oder wenn ihr mal schnell in eine Kurve reinfahrt, dann kann es euch passieren, dass ihr lenkt, aber durch die erhitzten Domlager die Lenkung ganz schlecht anspricht. Das heißt, ihr dreht das Lenkrad rum, aber die Reifen bewegen sich ab einem gewissen Punkt nicht mehr so, wie sie es tun sollten. Ja? Eine weitere extrem gefährliche Aktion des Startschutzes ist der fortwährende Beschuss eurer Augen während der Fahrt. Ja? Man hat das in den letzten 2 Jahren ein bisschen abgestellt, aber vor 3 Jahren ist mir mal auf der Autobahn bei 140 in beide Augen geschossen worden, auf der Überholspur. Und da war Berufsverkehr, das heißt extrem viel Verkehr. Und das zeigt, wie wenig Intelligenz ein durchschnittlicher Überwacher innehat, weil der riskiert ja in dem Augenblick eine Massenkarambolage, bei dem ein paar Dutzend Menschen sterben können. Ja? Ihm ist es wichtiger, auf sein Knöpfchen zu drücken und euch irgendwo hinzuschießen, ganz egal, wie viele Leute dabei ihr Leben verlieren. Ne? Und möglich ist das Ganze nur, weil die Geräte diese Funktion in die Augen schießen beim Autofahren zulassen. Ja? Die Staatsanwaltschaft und die Richter sollten sich mal Gedanken machen, ob bestimmte Funktion der Geräte im Sinne des Allgemeinwohls nicht einfach in bestimmten Situationen abgestellt werden. Ja? Und dafür kämpfe ich ja, dass der Staatsschutz reformiert wird, dass die Herren nicht tun und lassen können, was sie wollen, sondern sich auch an bestimmte soziale oder menschliche Aspekte halten müssen. Ja? So, jetzt geht es dann mal weiter. Eine weitere gefährliche Situation, die man mit den Geräten herbeiführen kann, ist, dass ihr niesen müsst. Das heißt, man schießt euch hier in die Nase und ihr wisst, wenn ihr niest, das ist so eine Situation beim Autofahren, in der ihr für 1 bis 2 Sekunden überhaupt keine Kontrolle habt. Und auch das sollte man dem Startschutz untersagen, dass er das während der Fahrt tun darf, ja? Weil dadurch auch zum Beispiel in der Stadt Fußgänger zu Schaden kommen können. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist das Gasgeben durch den Startschutz. Eure Motorelektronik wird manipuliert und man ist also in der Lage, nicht nur beim Kaltstart euer Standgas hochzustellen, sondern auch während der Fahrt
für euch Gas zu geben. Ja? Nun kommen wir im Stoßverkehr, im Berufsverkehr öfter mal in Situationen, wo man 5 Meter fährt, wieder bremst, 5 Meter fährt, wieder bremst. Und wenn das Auto dann plötzlich beim Anfahren Gas gibt, dann hängt ihr mehr oder weniger notgedrungen dem Vordermann im Heck, ja, und habt einen Unfall verursacht. Auch das wäre dann eure Schuld, weil ihr könnt ja nicht nachweisen, dass der Staatsschutz Gas gegeben hat. Ne? Ihr könnt das nur dann der Staatsanwaltschaft mitteilen. Die wird dann mal reden mit den Herren vom Staatsschutz. Sie sollen das in Zukunft lassen. Aber das war's auch. Ihr habt den Schaden und ihr müsst dafür bezahlen. Ne? So, das nächste ist der Beschuss des Kopfes während der Fahrt, also die Bestrahlung des Kopfes mit Skalarwellen. Man wird dann so rammdösig, ja, hat eine extrem schlechte Reaktionszeit, wenn irgendwas Besonderes passiert, weil man einfach seine 7 Sinne nicht beieinander hat. Und das geht so weit, dass bei manchen Überwachern, dass man sich da teilweise andauernd während der Fahrt die Hand auf den Kopf halten muss, weil der Kopf so stark bestrahlt wird. Und dadurch hat man natürlich nur eine Hand zum Führen des PKWs zur Verfügung. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Ne? Eine weitere Gefährdung durch den Staatsschutz liegt auch vor, wenn man euer GPS-Signal benutzt. Das heißt, wenn ihr eine Navigation im Betrieb habt und eine Adresse sucht und so weiter. Und ihr kennt die Situation, man weiß nicht genau, wo das ist. Und da muss man sich auf sein Navi verlassen oder sein Handy. Und plötzlich geht die Navigation aus oder zeigt einem irgendwas ganz anderes an. Ja, da ist man verunsichert, muss langsam fahren, vielleicht rechts ranfahren und so weiter. Und eine ganz unverschämte Sache finde ich noch den Beschuss von Fahrzeugführern, also wenn ihr fahrt, mit Giftstoffen, während ihr fahrt. Ja? Es ist also bei mir schon öfter passiert, dass vor allem im PKW meiner Mutter plötzlich ein extrem starker metallischer Geruch in meiner Nase war. Ja? Und das kommt nicht vom Motor oder so, sondern das sind vom Staatsschutz im PKW deponierte Giftstoffe, die euch dann ins Gesicht geblasen werden. Ja, man kann also mit diesen Skalarwellengeräten auch, kleinste Partikel transportieren von einem Punkt zum anderen, wenn sie nur klein genug sind. Ne? Wie das genau funktioniert, könnt ihr auf meiner Webseite www.gefoltert.info nachlesen. In dem Artikel Wie Hab- und Überwachungstechnik wirklich funktioniert. Ja? So, jetzt kommen wir zu dem Schaden, den der Staatsschutz anrichtet. Also jetzt keine Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern und von euch, sondern der reine Schaden, der euch entsteht. Ja? Dazu sehen wir hier ein kleines Video. So, ihr seht, 44,8 Kilometer gefahren und ich hatte 20 Liter getankt. Das heißt, der Benzinzähler war über der Mitte und jetzt nach 44 Kilometern kurz vor Reserve. Damit komme ich circa noch 15 Kilometer weit und darf wieder tanken. Das heißt, 20 Liter verbraucht der PKW mit 60 Kilometern. Das ist ein abenteuerlicher Rekord. Ja, es war tatsächlich so, bei 63,7 Kilometer waren 20 Liter Sprit verbraucht letzte Woche. Ja. Das entspricht einem Verbrauch von über 30 Litern. Ja, liebe Staatsanwaltschaft, was soll das denn? Ja, da müssen Sie mal einschreiten und den Herren sagen, so geht das nicht. Der PKW kann ja nicht dreimal so viel verbrauchen wie normal. Nur weil die Herren
gerade Lust haben, die Motorelektronik so zu beeinflussen, dass der PKW erstens total langsam fährt und zweitens 30 Liter verbraucht. Das finde ich wirklich ein bisschen asozial und das sollte man mal abstellen. Ne? So, neben dem Benzinverbrauch werden natürlich auch des häufigeren Teile am PKW zerstört. Ja, wir sehen hier zum Beispiel Schläuche im Motorraum, die gehen gerne mal kaputt. Die werden halt von den Überwachern so erhitzt, dass sie platzen. Oder es werden kleine Löcher reingeschossen. Hatte ich alle schon gehabt. Dichtungen werden beschossen, dass Wasser aus dem PKW läuft oder das Öl aus dem Motor läuft. Ein weiterer Schaden kann euch entstehen durch Erhitzung des Motors, speziell der Nockenwellen. Seht ihr hier ein Foto, wenn man die stark genug erhitzt, dann laufen die an, das heißt, dann bekommen die Riefen und dann werden die Ventile nicht mehr zur richtigen Zeit gesteuert. Das heißt, euer PKW macht dann ganz üble Geräusche, Klackgeräusche. Wer vom Staatsschutz überwacht wird, kennt das, das gehört einfach dazu. Und eine weitere Zerstörung, was ganz gerne gemacht wird, kurz bevor ihr TÜV habt, wird euch zum Beispiel, werden euch die Stoßdämpfer durch Erhitzen zerstört und auch die Domlager so zerstört, dass ihr ein komplett neues Fahrwerk einbauen müsst. Ich musste das im September machen, weil der TÜV fällig war und im August hatte man das Fahrwerk komplett kaputtgeschossen, also Stoßdämpfer und Domlager. Und das hat 700 € gekostet und 4 Wochen danach die Domlager schon wieder kaputt. Ja. Das heißt, der Staatsschutz kann kaputt machen an eurem PKW, was er will, weil es erlaubt ist, weil es die Geräte ermöglichen und weil die Staatsanwaltschaft nicht in der Lage ist, durchzusetzen, dass das nicht gemacht wird. Ja, das ist eine traurige Angelegenheit, wirklich. So, und jetzt kommen wir mal zu den Belästigungen durch den Staatsschutz, also Sachen, die weder einen Schaden verursachen an eurem Auto, sondern einfach nur Nerven ohne Ende. Zum Beispiel, man schüttet Wasser im Innenraum eures Autos aus, also unter den Fußmatten zum Beispiel, und das verursacht eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit und das bedeutet dann, dass die Scheiben in eurem PKW immer beschlagen sind. Ja. Sobald ihr den PKW mal 5 Minuten an der Tankstelle unbeaufsichtigt lasst, ihr kommt vom Bezahlen zurück und schon sind alle Scheiben auf magische Weise wieder beschlagen. Dann müsst ihr das halt mit dem Handtuch trocken machen. Was aber gefährlicher ist, dass man auch eure Scheiben vereisen kann. Man kann mit den Skalarwellen Waffen, muss man sagen, Hitze und Kälte erzeugen. Und hier sehen wir die Scheibe meines Golfs bei plus 8 Grad Außentemperatur. Und ihr seht, die ist vereist. Da seht ihr auch natürlich, beim Startschutz ist alles möglich. Dumm, dümmer, am dümmsten. Ja. Bei 8 Grad Außentemperatur friert Wasser natürlich nicht, aber das kann doch dem Überwacher egal sein, bei wie viel Grad das friert. Wenn er der Meinung ist, das friert bei 20 Grad, dann habt ihr auch im Hochsommer vereiste Scheiben. Die Jungs sind halt so blöd, ne? So, eine weitere Belästigung ist die Türschlösser vereisen. Auch das kann euch passieren bei 10 Grad Außentemperatur. Kriegt ihr den Schlüssel nicht mehr ins Türschloss rein? Für den Startschutz überhaupt kein Problem. Ne? Eine weitere Belästigung ist die Zentralverriegelung. Dafür habt ihr nämlich meistens im Kofferraum eine Pumpe. Hier seht ihr ein Foto. Und diese Pumpe wird beschossen und quert dann minutenlang. Ja? Wenn das Auto also 3 oder 4 Stunden gestanden habt und ihr macht die Zentralverriegelung, also den Schlüssel ins Schloss. Und die Knöpfchen gehen alle hoch und dann quert die Pumpe hinten 4 oder 5 Minuten lang. Tut euch das nicht an. Zieht einfach hier den Kabelstrang an der Pumpe ab
dann müsst ihr halt in Zukunft, wenn auf der Beifahrerseite jemand einsteigt, das Knöpfchen hochziehen. Aber ihr seid dadurch nicht mehr genervt. Ne? Eine weitere Belästigung, will ich mal sagen, ist die Zerstörung von Stoßdämpfern. Wenn ihr dann durch ein Schlagloch fahrt, dann schlägt der Reifen gerne mal innen drin an den Stoßdämpfer, weil der Federwegsbegrenzer des Stoßdämpfers zerstört ist und ihr deshalb extrem lange Federwege habt. Ja. So, eine weitere Belästigung während der Fahrt ist natürlich der Beschuss eurer Füße, die ihr zum Kuppeln braucht und zum Bremsen und Gas geben. Man muss fairerweise dazu sagen, dass der rechte Fuß, also der Fuß, mit dem man Gas gibt oder bremst, relativ selten beschossen wird. Ne? Aber man beschießt euch den linken Fuß und mit dem Taubenfuß Kuppeln anfahren, auch das könnte eigentlich schon eine Gefährdung darstellen. Ich habe es aber hier mal unter der Rubrik Belästigung gelassen. Und eine weitere Belästigung ist natürlich das Bestrahlen des Kopfes, der Beschuss der Hände beim Lenken. Auch das kann euch passieren. Und das Vereisen von Körperteilen während der Fahrt, zum Beispiel der Hände oder das Vereisen des Lenkrads. Das sind alles Sachen, die ich nochmal so als Belästigung angeben will. Ja? So, wo sind denn nur die Tesla-Spulen verbaut? Ne? Also, ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hatte, aber ein namhafter Journalist hatte neulich auf Facebook Bilder von seinem PKW gepostet. Und da war in der Nähe des Zündschlosses eine kleine Spule zu sehen, die laut Werkstatt da nicht reingehört. Das ist eine kleine Tesla-Spule, mit der man euch die Zündung einfach während der Fahrt abstellen kann. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Normalerweise sind die Spulen aber in den Türverkleidungen hier zu sehen und im Bereich der Airbags, also hier auf der rechten Seite, dort wo der Pfeil ist, eingebaut. Ihr könnt diese Tesla-Spulen eigentlich ganz einfach finden, indem ihr hier auf eine Handy-App zugreift, die euch EMF-Werte darstellt. Ja, diese hier heißt Tesla Meter 11 und ist für iPhone. Es gibt aber auch für Android sehr gute Apps, mit denen ihr so im Auto rumscannen könnt und dann seht ihr gleich, wo es ausschlägt, ja, wo ihr eine extrem hohe Strahlung habt und in der Nähe dort sind meistens die Geräte verbaut. Ne? Also hier beim Beifahrer-Airbag und es kann auch mal passieren, dass euch während der Fahrt am Boden irgendwas abfällt, am Unterboden, ja, und ihr mit dem Hinterrad dann drüber fahrt. Auch da werden gerne mal etwas größere Tesla-Spulen angebracht vom Startschutz. Aber die Motorelektronik wird beeinflusst. Also ihr seht hier im Bild, dort hinter dem Kreis verbirgt sich die Motorelektronik eines VW Golfs. Und was ist denn da oben drüber, wenn das Auto fährt? Na, die Motorhaube. Und da seht ihr hier in der Motorhaube hinten so doppelte Wände und genau dort sind die Tesla-Spulen versteckt. Ja, wenn ihr selbst mal suchen wollt, könnt ihr machen. Nehmt einfach euer Handy und messt mal die Motorhaube ab, ja, an bestimmten Stellen. Und ab und zu hört man es auch, wenn ihr in das Auto einsteigt, in der Nähe der Motorhaube klicken. Ja, dann wird die Tesla-Spule scharf gestellt. Ne? Also, ihr müsst nicht im Motorraum suchen, sondern meistens ist so ein Gerät in der Motorhaube verbaut. Ja? Also, jetzt wisst ihr es. So, und was haben wir denn noch zu diesem Thema zu sagen? Also, ich will mal eine Top 4 Reihenfolge der
größten Verursacher von Motorschäden und Belästigungen im Auto machen. Ja. An erster Stelle stehen ganz eindeutig die Mitarbeiter vom Bundesnachrichtendienst in Pullach und vom Fraunhofer-Institut in der Nähe von Bonn. Das Fraunhofer-Institut ist auch eine BND-Abteilung, falls ihr das nicht wisst. Und also die meisten Schäden an meinem Pkw habe ich immer, wenn also Autos aus Pullach oder aus Bonn in der Nähe des Parkplatzes des Hauses meiner Mutter stehen. Die zweiten Spezialisten sind dann eindeutig vom Verfassungsschutz Düsseldorf zu nennen. Ja. Die Herren schießen euch das Auto kaputt, wenn es aus der Werkstatt kommt, dass es gleich wieder in die Werkstatt muss. Ne? Und als drittes, was aber allerdings selten passiert, sind halt bei mir amerikanische Streitkräfte beteiligt gewesen, also Mitarbeiter der amerikanischen Streitkräfte. Und ich will mal sagen, die Münchner Verfassungsschützer und der polizeiliche Staatsschutz, die haben eigentlich bis jetzt noch nie meinen Pkw zerstört. Ja. Das wollte ich hier mal kurz aufgeführt haben. So, jetzt möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, auf was ihr achten müsst. Ja. Es ist ja so, dass eure Motorleistung in der Regel runtergeregelt wird vom Startschutz auf 30-40% Motorleistung. Ja. Nun kommt es ja vor, dass ihr fahrt und plötzlich merkt, der Wagen läuft total super, ja. Er wird nicht blockiert. Und dann müsst ihr euch natürlich die Frage stellen, wieso wird der nicht blockiert? In der Regel hat man einen hinter sich herfahren, der ein Radargerät und ein Radaraufzeichnungsgerät im Auto hat und eure Geschwindigkeit kontrolliert. Es ist auch möglich, dass jemand hinter euch fährt und es furchtbar eilig hat und euch nötigt, schneller zu fahren. Auch das solltet ihr sein lassen, weil das in 90% aller Fälle dann jemand ist, der auch so ein Radargerät im Auto hat. Der Startschutz macht auch Aktionen, zum Beispiel an Ampeln beim Linksabbiegen, die sehr gefährlich für euch werden können. Und auch in diesen Situationen wird euer Pkw normalerweise von Bestrahlung verschont. Ihr fahrt also, wenn die Ampel grün wird, los und von links oder von rechts kommt einer, der bei Rot durchfährt und euch in euer Auto knallt. Ja? In dem Fall ist meistens hinter euch ein Auto, was danach bezeugen wird, dass ihr bei Rot losgefahren seid. Ja? Das heißt, der Startschutz sorgt in solchen Situationen immer dafür, dass gleich ein Zeuge da ist, der gegen euch aussagt. Ja? Auf diesen Zeugen solltet ihr auch achten, wenn ihr an Kreuzungen vorbeifahrt und da plötzlich irgendwelche Leute stehen und ihr das Gefühl habt, dass diese Leute da nicht hingehören. Ja? Dann könnte das ein Zeuge sein, der dann später bezeugt, dass jemand, der euch zum Beispiel mit dem Fahrrad, mit dem Auto vom Fahrrad oder vom Motorrad oder vom Motorroller geholt hat, wie mir das auch schon passiert ist, nicht daran schuld war und so weiter und so fort. Ja, auf solche Sachen müsst ihr achten beim Autofahren, auf Situationen, die irgendwie aussehen wie in einem schlechten Krimi von RTL. Ja, das ist nämlich das Niveau der Staatsbeschützer und daran könnt ihr euch orientieren. Ja, ein weiterer wichtiger Tipp ist, Schäden am Pkw sofort der Staatsanwaltschaft zu melden. Ja? Wenn ihr den ersten Motorschaden habt und 1.000 bis 2.000 Euro für einen Austauschmotor bezahlen müsst, dann ist nicht einzusehen, dass man das nochmal mit euch macht. Und deshalb müsst ihr solche Schäden am besten mit einer Kopie der Quittung der Reparatur der Staatsanwaltschaft melden. Ja? Was sehr gut für euch sein kann, ist, wenn ihr eine Kamera im Auto installiert habt. Ihr wisst, ihr kriegt auf eBay schon für 35 Euro so eine kleine Dashcam, sagt man. Die macht ihr an die Windschutzscheibe mit so einem Saugnapf
und die nimmt dann alles, was während der Fahrt passiert, auf, überschreibt sich aber immer. Es werden also immer nur 10 Minuten aufgenommen und sollte es dann mal zu einem Unfall kommen, weil irgendjemand vom Startschutz bei Rot über die Ampel gefahren ist und euch in euer Auto fährt, dann könnt ihr mit dieser Kamera nachweisen, dass ihr ganz normal bei Grün losgefahren seid und keine Schuld habt. Es gibt genauso für iPhone und Android-Handys Apps, die dasselbe machen. Da müsst ihr euch nur einen Halter auf das Armaturenbrett machen. Und dieser Halter hält das Handy fest und ihr könnt dann mit der Handy-App Dashcam die letzten 10 Minuten, die ihr gefahren seid, immer aufnehmen und halt im Fall eines Unfalls oder irgendetwas Unvorhergesehenen, was passiert ist und durch den Startschutz verursacht wurde, die Aufnahme speichern und habt so einen eindeutigen Beweis. Ne? So, und selbstverständlich empfehle ich euch auch, immer genügend Spray im Auto zu haben, mit dem man Eis entfernt. Es gibt also an der Tankstelle so Enteiserspray. Ihr könnt euch aber auch ganz einfach in der Apotheke einen halben Liter reinen Alkohol kaufen und den 1:1 mit Wasser oder destilliertem Wasser mischen. Das funktioniert genauso gut wie dieses Enteiserspray, was man an der Tankstelle kaufen kann und was manchmal bis zu 10 Euro kostet. Das ist dann schon ein bisschen happig für was, was du in der Apotheke für 50 Cent bekommst. Ne? Und ihr solltet natürlich auch immer daran denken, dass ihr genügend Handtücher im Auto habt. Ne? So, das war diesmal ein relativ kurzes Video. Zu dem Video gibt es auch noch auf gefoltert.info einen Artikel und der Link zu diesem Artikel und auch zu dem Artikel, wie Harp funktioniert, seht ihr unten in der Beschreibung von diesem Video. Ja, und dann möchte ich mich noch bedanken für die vielen Zuschauer auf meinem Kanal. Es werden ja im Moment in Deutschland nur 5.000 bis 7.000 Menschen täglich überwacht, aber der Gesetzgeber ist gefordert, das, was diesen Menschen angetan wird, mal mit kritischen Augen zu begutachten und man muss einfach darüber nachdenken, dass es nicht möglich sein sollte, dass wenig intelligente Menschen, ja, wie der typische Staatsschützer, so viel Macht in der Hand hat, dass er, wollen wir sagen, normale Menschen tyrannisieren kann, schlimmer als die Juden, die im Dritten Reich von der Gestapo und den Nazis tyrannisiert worden sind. Weil was der Staatsschutz macht, geht weit über das hinaus, als das, was den Juden zugefügt worden ist im Dritten Reich. Das muss man an dieser Stelle mal ganz klipp und klar sagen. Ich habe selber jüdische Vorfahren und ich lese immer in Reden von Frau Merkel und unserem Bundespräsidenten, dass es nie wieder in Deutschland dazu kommen darf, dass Juden, ich sage jetzt mal, ob das Juden sind oder normale Menschen, ist egal, so benachteiligt behandelt werden, wollen wir das mal so salopp formulieren. Und das ist im Moment der Fall. Ja? Und man sollte den Staatsschutz reformieren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Darüber sollten sich die Gesetzesgeber mal Gedanken machen. Vielen Dank. Tschüss.